Hallo, dies ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Mega Man X6. Immer noch im Zentralmuseum. Es wird einfach nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Wir versuchen, alle möglichen Taktiken heranzuziehen. Sehr schön, dass sich mein Kabel jetzt noch irgendwo verhakt hat. Damit kann ich arbeiten. Nö, wir sind halt jetzt. Wir versuchen uns halt irgendwie durchzuschlagen, aber die Situationen, die sich uns hier ergeben, sind zum Teil einfach nur ungerecht. Und teilweise einfach nur nicht, was ich machen soll, um der Situation Herr werden zu können. Und ja. Selbst wenn wir dann mal durchkommen würden, ist halt immer noch nicht gesagt, dass wir es hinkriegen, weil im Endeffekt, was wir wollen am Ende bei dem Totem ist Schaden fressen können. Wir wollen im Endeffekt bei dem Totem Schaden fressen können. Wieso springe ich da immer automatisch? Was ist das für ein dämlicher Reflex? Da ich schaff's nicht, diesen Projektilen anständig auszuweichen. Ich krieg's nicht hin. Ich bin so langsam. Nervliche Grenzen. Augenblick. Nein. So. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwas gebracht hat. Nein, hat's nicht. Toll. Wie viel schneller soll ich denn in der Situation bitte sein? Ach, sag mal, habe ich vielleicht doch die Möglichkeit, hier den Gegner früher zu erledigen? Ginge das in irgendeiner Weise? Natürlich ist es wieder komplett abgeblockt. Na, ist es doch nicht. Ja. Ist ja alles gut. Wenn sie halt einfach mal verschwunden blieben. Naja, selbst beim an der Wand herunterlassen ist alles schneller als wir. Natürlich. Super. Ich verstehe nicht, wie Hide of Beast das alles schaffen konnte. Ja, toll.
Für die Situation weiß ich halt auch keine... keine perfekte Lösung. Ja, toll! Super! Haben wir schon mal... Hätten wir wieder die Situation, dass wir hier nicht blockiert werden. Und dann... Ja, das ist meine Intention dahinter, dass ich immer springe, wenn so ein Projektil kommt. Nein. Super. Ich weiß zwar nicht, wieso diese Gegner jetzt plötzlich wieder Albtraumseelen haben, aber okay. Mir soll's egal sein. Ja, jetzt hängt es halt wieder daran. Okay. Das geht. Mist. Komm schon. Danke. Mein Gott, okay, so geht's auch. Was für ein Rotz dieses Level ist. Ich könnte kotzen. Kilometerweit könnte ich kotzen. Oh, endlich. Ich beginne schon Kopfschmerzen zu bekommen. Grand Scarovich. Du musst der Ruinenräuber sein. Was tust du hier? Nun. Was haben wir denn hier? Nun. Es ist Offizier X. Das ist schrecklich. Warum muss ich denn unbedingt jemanden wie du hier treffen? Wie jemanden wie dich. Sei ein kluger Reploid und gib mir die Informationen über die Albträume. Ich würde lieber einfach nur sehen, was für den Erstarten du hast. Ja? Wow, ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Ja,
Ganz ehrlich. Kein Risiko. Kein Bock. Keinen Bock, diesen Kampf irgendwie länger gewähren zu lassen. Wer da die Attackenvielfalt sehen will, der möge sich das andere Projekt anschauen, aber ne. Ne. Ich hab keinen Bock. Diese Gegner. Diese Gegner. Nein, nicht diese Gegner, dieses Level. So. Haven 7. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank keine Lebenspunkte. Oh Gott. Ja, kleinen Moment. Ich, muss da kurz was setzen. Es gibt Dinge, die einfach getan werden müssen. Oh Gott. Ja, dreimal noch vor uns. Dann würde ich sagen, Mama Aldin als nächstes. Wir gehen zu. Shield Sheldon! Ja, das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wenn ich nur dran denke, was ich noch vor mir habe. Also im direkten Vergleich ist das Level hier halt gar nichts. Es gibt halt einen Unterschied zwischen leichte, schwere Level und ja, solchen Miniaturleveln wie dem hier. Und dann sowas wie dem Zentralmuseum. Da frage ich mich halt wirklich. Wo man hier in dem Level halt auch wieder sagen muss, diese Konstruktionen hier. Diese Konstruktionen hier. Das hätte man ganz interessant als Rätsel einbauen können, aber. Vor allem die Art und Weise, wie die Laser funktionieren. Da machen halt wirklich nur die Auftreffpunkte Schaden. Du kannst in dem Laser ansonsten komplett drinstehen. Ja, reden wir über Kollision. Und das war's auch schon wieder. Aber ich habe nichts dagegen. Ist ja schön, wenn wir mal Fortschritt machen. Ich meine, die nächste Hürde wartet ja schon. Shield Sheldon. Ich dachte mir schon, dass du es bist. Sicher. Es tut mir... Dieser Fall tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Wenn ich nur rechtzeitig dort gewesen wäre. Das musst du nicht. Ich konnte meine Rolle als ein... Leibwächter nicht erfüllen. Das ist alles. Du hast den Professor beschützt. Als der Professor ein Maverick wurde, gab es einfach keinen anderen Weg. Unsere Offiziere haben deine Aktion fehlinterpretiert und du wurdest als Maverick gejagt. Dann hast du dich selbst verschrottet.
lief. Es war alles so unglücklich. Ich konnte den Professor nicht davon abhalten, ein Maverick zu werden. Ich scheiterte darin, ihn zu beschützen. Aber ich werde meine Pflicht als Leibwächter nun erfüllen. Er gab mir eine zweite Chance. Ich werde ihn beschützen. Auch wenn ich mein Leben dafür aufs Spiel setzen muss. Komm schon, Axe! Naja, ernsthaft, die kriegt da nur einen Schuss ran. Na, ja, da gehen schon noch zwei. Ganz knapp, aber es geht. Ah, ich dachte es mir gerade im Moment mal. Ich kann doch auch einfach geduckt schießen. Dann geht das doch viel besser. Die Arena finde ich ziemlich interessant. Die ganzen sechseckigen Platten und... Das war dumm. Ja, gut. Au. Ich verstehe immer noch nicht, was diese Attacke soll. Das war... Autsch. Geht doch. So dramatisches Schildschalten nun auch nicht. Ich meine, ich musste erstmal herausfinden, wie man seiner Verfolgerattacke mit den Schilden ausweicht, aber ansonsten. Ich beeindruckt, dass ich die momentan alle noch mit, alle noch in der Zeit schaffe. Da bin ich gerade schon ein wenig beeindruckt, ja. Ja. Nehmen wir eh nicht her. So, ja. Der missverstandene Leibwächter. Der missverstandene, entehrte Leibwächter. So. Und ich muss jetzt noch schnell herausfinden... was für ein Level wir spielen müssen, damit das Bild von... Commander Yamark rot wird. Ich meine, bei Commander Yamark nervt der Altraum-Effekt schon. Da nervt er schon. Sehr gut. Na dann, zum vorletzten Maverick. Commander Yamark. Ja, die letzte Pause im Endeffekt, bevor es dann so richtig arg wird.
Okay, ihr Viecher haltet schon mal wieder viel zu viel aus. Das gefällt mir gar nicht. Zum Zwischenbock müssen wir uns doch dennoch erstmal durchschlagen. Vielleicht will ich da lieber Schaden von den Kleinen fressen und dann einfach durchspringen. Ich meine, der Zwischenpunkt liegt ja direkt hinter dem Gegner. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass mich diese komischen Wurmgegner tatsächlich mal so aktiv stören würden. So, ignorieren wir dich einfach. So, wo ist denn der Albtraum-Effekt hier? Ich hab den aktiviert. Was soll das jetzt? So. Komm her. Ja. Ist das nicht schön, solche kleinen, langsamen Projektile, die man ewig warten darf? Eine Wand aus zu rettenden Reploiden. Schon klar. Einfach durch. Einfach durch. Einfach fertig machen. Gut, nächster Boss. Mensch. Wie Level sich schwierigkeitstechnisch in Zaubern. Ach Gott, ich hasse dieses Geräusch. Vor allem, wie man halt hört, das ist einfach nur halt ein. Wie man halt. Ich finde es so furchtbar, diesen Geräusch, dass man halt auch hört, wie sich's wiederholt. Du bist der Albtraumuntersucher, Commander Yam. Du bist der Albtraumuntersucher, Commander Yamark? Ja. Ich werde mit dem Amazonengebiet beauftragt. Sag es mir. Was hat Zero vor? Du musst irgendwas wissen. Zero hat hiermit nichts zu tun. Hör auf, ihn zu verfolgen. Oder ihn zu verurteilen? Ich frage den Maverick-Jägern.
trauen weder den Merryjäger noch den Reploiden untersuchen. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Mir würde sicher nicht passieren, dass ich betrogen werde und gelöscht werde. Ich lösche dich zuerst. Projektile fliegen zum Beispiel gut. Und tschüss. In Mega Man X6. Ich weiß, ich war vorher in anderen Spielen immer so, dass ich irgendwie doch zeigen wollte, was Bosse können. Aber Mega Man X6 sollte mir diese... Spätestens bei Mega Man X6 sollte ich von so einer Unart ablassen. Bosse demonstrieren ist zwar gut und schön, aber ja. Yay! Wisst ihr, was jetzt kommt? Jetzt kommt das beste Level überhaupt. Weil ich jetzt ernsthaft am Überlegen bin, was eigentlich das Schlimme ist. Aber ganz ehrlich, wenn irgendjemand der Meinung ist, mir anprangern zu müssen, dass ich doch bitte egal. Wenn mal irgendwer meint, mir anprangern zu müssen, oh, du hast das Level aber nicht mit dem schwereren Effekt gemacht, ja, dann okay, dann spiele ich halt irgendwann in dem Anhang das jeweilige Level nochmal durch, wobei das nicht für Blaze Heatnix Level gilt und natürlich auch nicht für Grand Scaravage's Level, weil Grand Scaravage's Level... Ich weiß gar nicht, ob Grand Scaravage's Level noch einen anderen Effekt haben kann, außer den vom Metal Shock Player. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, was bei ihm hier der Fall sein wird und... Das wird jetzt so zum Kotzen. Infinity mit Ginian. Und ein weiteres Mal sagt mir diese Musik, hey. Du hast jetzt nichts Schönes vor dir. Für einen Moment hat es so gewirkt, als hätte ich die Situation ein bisschen besser unter Kontrolle. So kann man sich irren. Ja, aber dass das hier jetzt keine schöne Angelegenheit werden würde, das haben wir alle gewusst. Es wäre halt alles schon mal wesentlich machbarer, wenn diese fliegenden Gegner nicht wären. Diese fliegenden Gegner machen so vieles so unnötig viel schwieriger. Ich habe vorher schon, als ich hier die Albtraumseelen gesammelt habe, hin und her überlegt, was ich hier mit X ohne alles
tun müssen wäre. Übrigens haben wir aus irgendeinem Grund doch bloß den einen Altraum-Effekt. Der eigentlich gäbe es in diesem Level noch den Altraum-Effekt von Metal Shark Player. Aber ja, der mit den Feuerbällen ist sowieso in meinen Augen der Schlimmere. Ja, die Kalkulationen passen noch nicht so ganz bei dem Kampf. Eieiei. Das wird nicht schön. Das wird alles andere als schön. Das wird furchtbar. Aber damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge bei Mega Man X6. Ich bin Dexy. Bis dann. Ciao.